Hey Leutchens, willkommen zurück. Mein Name ist Chris und muss feststellen, dass wir das letzte Mal vom falschen Trank gekostet haben. Also kosten wir diesmal diesen. Yay, Erfolg! Gab es erst jetzt den Erfolg? Komisch. Oh, wir haben Winter. Frag mich gerade, wo wir sind. Jötunheim. Lange habe ich keinen Fuß mehr in dieses Reich gesetzt. Ich muss die Zauberin Angerboda finden. Sie weiß alles, was hier vorgeht. Okay. Wow. Wie viel es hier wieder zu finden und zu machen gibt, das ist wieder so. Oh. Wir gehen mal zu ihr dahinter. Dieser Hain ist vom Flüstern der Jötnermagie erfüllt. Nicht alles ist, wie es scheint. Ich könnte mich gerade ein bisschen ärgern, dass ich das gemacht habe. Aber gut. Sühnen, leite mich. Machen wir das Beste draus. Und sind gespannt, wie es weitergeht. Bei meinem letzten Besuch war Angerbodas Haus genau hier. Und vielleicht ist es das noch. Da haben wir schon mal einen Tisch. Wir rennen mal hier drauf zu. Jedes Hindernis kann überwunden werden, wenn man es richtig betrachtet. Das Haus, da ist es ja. Ah. Klopfen oder Höflichkeiten auf. Angerboda, ich bin weit gereist, um dich zu sprechen. Und es ist mutig von dir, meine Schwelle allein zu betreten. Wo ist mein Geliebter, der dunkle Fuchs, der mein Lager teilte? Loki blieb in Asgard, um beim Wiederaufbau nach einem Angriff zu helfen. Wie großzügig. Und ungewöhnlich für ihn. Früher könntest du besser lügen. Ich bin nicht Lokis Amme.
Ich kam hierher, um die Jötner-Magie zu verstehen, wie man seinen Huga von einem Körper in einen anderen überträgt. Der Met? Du suchst den Met? Hyrokin, du strapazierst meine Gastfreundschaft. Dann verabschiede ich mich. Doch denk an meine Worte, Angaboda. Bald wirst du die Dinge so sehen wie ich. Wer hat dich besucht? Sie ist mächtig und grausam und geht dich nichts an. Der Met, von dem sie sprach, wo finde ich ihn? Sie hat sich versprochen. Vergiss, was du hörtest. Keine Spielchen, Zauberfrau. Du verkaufst jede Wahrheit, wenn der Preis stimmt. Wenn er denn gezahlt werden kann. Es gibt eine Wurzel, die Altweiberklaue genannt wird. Sie wächst am Fuße eines Wasserfalls im Süden, am Waldesrand. Bringe mir 3 Wurzeln von der Stelle, wo das rote Moos gedeiht. Dann sprechen wir von dem Met. Ich nehme dich beim Wort. So, wir wollen in die Richtung. Da gibt es auch noch mal so viele Dinger. Ich bin gespannt, was wir dafür kriegen, ob sich das lohnt. Die haben aber lange Hörner. Oh. Der andere ist weg. Hier sollte der Wasserfall sein, aber ich sehe keine Spur von ihm. Vielleicht finde ich irgendwo einen Weg, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Dieses Land verbirgt seine Geheimnisse gut, jedoch nicht gut genug für mich. Okay, ah. Ein hohes Bad. Ist ja unglaublich. Yggdrasils mächtige Triebe reichen im Gegenteil dieses Reiches. Nein, ich wollte eigentlich da drauf. Das Wasser. Wieso laufe ich nicht weiter? Achso, das sind kleine Steinchen. Düster und freudlos. Hier soll genauso sein. Mach mich mal weiter. Wenn er reinspringt, denke ich, der knallt immer gegen den Stamm und liegt dann regungslos da. Das muss wohl diese Altweiberklaue sein. Sie riecht stark. Sicher Altweiber. Es sollte hier noch mehr geben. Komm ich da hoch? Echt nicht? Wo sind diese verfluchten Wurzeln?
anderen Weg? Jetzt rutscht er wieder ewig nicht. Jetzt rutscht er wieder Ewigkeiten nicht. Hä? Wo hängt er jetzt? Wir stehen ja auf der Mitte. Es geht nicht nach vorne und es geht nicht nach hinten. Okay, nach hinten ging es doch. Weiter. Ich dachte, wir müssen mal auf diese wechseln. Hier hoch? Es fühlt sich gerade so ein bisschen an, ob ich falsch gehe. Hier hoch? Irgendwie mag das hier nicht nach draußen gehen, das ist alles sehr, sehr zu. Ich hasse die Höhle. Ich finde die doof. Hier kamen wir an. Zack, zack, zack. Einmal herüber. Dann da durch. Haben uns riesig doll gefreut. Hier kamen wir. Hochgeklettert, oder? Ah, okay, cool. Hätten wir es auch so machen können. Dann sind wir hier lang. Wir klettern mal in diese Richtung oder gehen mal in diese Richtung gucken. Denn ich glaube, da waren wir noch nicht. In der Region fühle ich mich nicht wohl. Bis jetzt noch nicht meins. Der Funken ist noch nicht übergesprungen. Aber so ist gut. Dieser Wurzeln dreht sich mir der Magen um. Was war denn da im Wasser? Sehr gut. Läuft der rum, der Schlüssel? Ich hoffe, der passt.
falsche Schlüssel. Da hinten ist noch einer. Geht's hier bitte schön rein? Komme ich da durch? Wo muss ich mich hinstellen, damit ich dort durchschießen kann? So weit kann ich auch nicht schießen, also. Komme ich hier auf den Kran drauf? Das ist zu niedrig. Das könnte passen. Das könnte passen. Auf ein neues. Wir sind gespannt, ob der Schlüssel jetzt passt. Oh Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind. Es sieht aber nach sehr vielen aus. Wir gehen jetzt zurück zu ihr. Wir gehen wieder so und sind gespannt, wie es weitergeht. Ich denke mal, dass wir dann auch uns ein bisschen weiter hier in der Gegend rumtreiben werden. Da es hier sehr viel zu finden gibt. Und auch ansonsten. Na gut, Rätsel nicht ganz so viel, aber sehr viele von den Tränen. Und die Nerven. Weil die gefunden werden wollen. Hat mich so gefreut, dass wir die anderen hatten. Und jetzt ist. Zack. Lässt du uns jetzt in Ruhe? Ich hoffe doch. Geht's hier hoch? Da war der Tisch. Dementsprechend muss hier der Eingang sein. Muss es jetzt jedes Mal machen? Das nervt ja. Das nervt echt. Ich tat, was du verlangtest. Wo ist meine Weisheit? Lass es einen Moment köcheln. Hier, ein Trank, um deinen Huger vorzubereiten. Wie soll mir das denn mitbringen? Er wird deinen Geist für die Geheimnisse der Welt empfänglich machen. In der Zwischenzeit können wir doch über Asgard sprechen. Wie steht es um eure Verteidigung nach dem letzten Angriff? Wir wurden geschwächt durch Verrat.
Ohne Zeit für den Wiederaufbau könnten wir einem weiteren Angriff vielleicht nicht widerstehen. Moment, das wollte ich nicht sagen. Ich fühle mich seltsam. Altweiberklaue lockert die Zunge. Nun, du sagtest, du wolltest den Met. Doch wie sehr willst du ihn? Was würdest du aufgeben, um von den Fesseln des Schicksals befreit zu werden? Deine Zunge? Deine Hand? Dein Augenlicht? Ich würde das alles geben. Und mehr. Das würde ich gern sehen. Loki, was ist das für eine List? Ich nahm dir die Kraft, Havi. Und wenn mir deine Antworten missfallen, nehme ich auch dein Leben. Dachtest du, ich würde dich schonen? Nach dem, was du meinem Sohn angetan hast? Unserem Sohn. Fenrir. Den Namen hast du sicher schon einmal gehört. Ja, im letzten Gefecht wird der Fenriswolf mein Untergang sein. Nun weißt du es. Nun kannst du mich nicht länger betrügen. Also sag mir, was hast du vor mit ihm? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich mach mal das. Ich will ihn töten. Doch ich kann nicht. Ich habe einen Schwur geleistet, Loki. Und den werde ich nicht brechen. Ich werde sein Leben nicht beenden. Fenrir wird bis zum geweissagten Tag eingesperrt bleiben. Wenn seine Fessel reißt und wir uns auf dem Schlachtfeld treffen, wie es unser Schicksal ist. Dann fesseln wir auch dich bis zu diesem Tag, wie du es mit unserem Sohn zu tun gedenkst. Zack, weg ist er. Wie du mir, so ich dir. Oh, wie gemein. Wie ich sehe, ließ sie dich leben. Du hast wohl etwas richtig gemacht. Lass mich dir darunter helfen. Nein, nein! Warte! 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 Nein! Dass wir auch da noch die Waffen haben. Grüße. Das hättest du sanfter machen können. Wenn mir etwas an deinem Wohlergehen liegen würde. Warum hast du mich denn überhaupt befreit? Aus demselben Grund, aus dem du in Jotunheim bist. Du suchst den Met und ich kann dir dabei helfen. Ich nehme an, das hat seinen Preis. Ich will eine Kostprobe für mich. Der Rest gehört dir. Abgemacht? Habe ich eine Wahl? Selbstverständlich nicht. Der Met wird von Suttung und seiner Tochter Gunlöd im Gewölbe ihrer Behausung in Utgard verwahrt. Das Gewölbe wird nur bei einem großen Festmahl geöffnet, wenn Suttung seine reichhaltigen Vorräte teilt. Und er wäre ein schlechter Gastgeber, gäbe er kein Fest zu Ehren eines hohen Besuchers. Wie dem erhabenen Asgards. Du bist nicht so dumm, wie ich befürchtet hatte. Ich muss Suttung ein angemessenes Geschenk bringen, wenn er mich willkommen heißen soll. Der törichte Trunkenbold Egir verlor kürzlich bei einer Wette seinen Kessel an Suttung. Auch dieser ging auf dem Weg nach Utgard verloren. Suttung wäre sicher dankbar, wenn ich ihm den Kessel zurückbrächte. Suche den Baum der Narben von den Schuppen der Weltenschlange davontrug. Der Kessel wird dort vorbeigekommen sein. Du könntest zudem Gunlöd ein Geschenk machen. In Trüms Haus am See nahe Utgard gibt es Schätze, die ihr gefallen würden. Ich werde daran denken. Wenn du den Met hast, suche mich an der Quelle Mimias auf. Dort zeige ich dir, wie du deinem Verderben durch Ragnarök entgehen kannst.
Okay. Sollte ich erst den Kessel suchen oder zu Trims Haus gehen? Fragen über Fragen. Die klären wir aber das nächste Mal. Und ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet. 33? Sieht irgendwie nach viel, viel mehr aus. Wir machen erst die Geschenke und dann den anderen Kram. Okay. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Gerne kommentieren, abonnieren, ein paar Däumchen da lassen und das nächste Mal wieder einschalten. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.